Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen hier kurz vor dem Feuerdrachen, der uns letztes Mal down gebracht hat. Ja, was ich erstmal machen werde, ist, dass ich mir hier nochmal einen Krafttauch gönnen werde. Und ja, wir werden den hier auch mit Zauberperlen ein bisschen ordentlicher versorgen. Und dann sollte das kein großes Problem sein. Das Dumme ist halt auch bei diesem Bosskampf, dass der halt kaum zu sehen ist, und wenn er dich sieht, dann packt er dich erstmal. Das ist halt eben ein Riesending. 500 irgendwas an Schaden, sauber. Und noch einmal, wenn es geht, muss ich kurz gucken. Aha, jetzt ist er im Bild, sauber. Okay, greif an, nochmal. Okay, der Feuerball, ich weiß nicht, wie hart der ist. Ja, auch aufpassen, dass der einen hier nicht packt, ne? Es kann sein, dass er einen während der Zauberanimation dann packt, und das ist besonders ärgerlich, weil nicht nur kannst du dich dann halt nicht wehren, sondern der schmeißt dich dann auch noch runter, ne? So wie hier, ne? Also das kann durchaus gefährlich werden. Ich werde nochmal eine Höllenfaust auf ihn draufpacken. Hier bei dem Boss auf jeden Fall versuchen, so viel Abstand wie möglich zu halten. Da ist man definitiv besser dran. Aber so kann man ihn besiegen. Oh, voll doof, dass ich letztes Mal down gegangen bin. Ne? Ja, aber das kann halt passieren, wenn man nicht auf sich achtet. Aber er ist nicht tot. Nein, nein, der hockt da oben und spielt sich an den Zähnen irgendwie. Ne? Der nimmt so einen Speer als Zahnstocher oder was? Warte, stopp, halt. Spaß muss sein, aber es sollte dabei niemand verletzt werden. Ja, das hat ja letztes Mal gut geklappt, wo ich down gegangen bin. Herzlichen Glückwunsch. Anhand deines Aussehens nehme ich an, dass du Nierenfels bist, ne? Was sagst du? Ah, guck mal, er heilt uns wenigstens. Vielen Dank. Hallo, ich bin Nierenfels, genau. Ich sammle alle Arten von Schrott und mag Drachen. Mhm. Schau dir meinen Turm an, er wird immer höher. Du wirst dich jetzt sicher fragen, warum ich so einen großen Turm baue. Ja, warum machst du's? Bist du mit den Füßen auf der Erde nicht glücklich? Hast du nichts Besseres mit deiner Zeit anzufangen? Nun, ehrlich gesagt, nein und nein. Also er will eben weit hinaus und er hat auch nichts Besseres zu tun. Ich bin ein Kind des Himmels und dort will ich hin, wie meine Freunde die Drachen. Ja, nur dass du keine Flügel hast. Was führte euch hierher? Wir hörten, dass dies der beste Weg zum Chaosturm ist. Oh, dort solltet ihr nicht hingehen. Die Königin mag freundlich wirken, doch in Wirklichkeit ist sie eine Hexe. Ja, das wissen wir ja, und deshalb müssen wir hin. Der Hund hier und ich versuchen, sie von ihrem Vorhaben abzuhalten. Gallenstein erzählte uns, dass du den Weg zu ihr kennst. Gallenstein? Mein Bruder Gallenstein? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Natürlich helfe ich euch. Hier, ich gebe euch eine seltene alchemistische Formel. Ich habe sie Hagelsturm genannt. Ach ja, das gute alte Spiel mit den Zaubern. Ja, der Hagelsturm, der ist im Prinzip nichts anderes wie ein Orkantornado, nur dass wir den halt leveln müssen. Danke, Alter. Nun, wie kommen wir von hier zum Chaosturm? Gar kein Problem. Lufti, hierher. Komm schon, Lufti, war doch alles nur Spaß. Mein Freund Lufti wird uns mitnehmen. Ja, super. Jetzt nimmst du uns einfach mit, ne? Und vorher wolltest du mich kaputt machen. Bring uns zum Chaosturm, okay, Lufti? Und natürlich versteht der Drache das. Und er nimmt uns alle zu dritt mit und bringt uns zum Chaosturm. Ja, super. So müssen wir wenigstens nicht durch den Wald und, oh, und auch nicht über die Schachbrettebene. Möchtest du den Spielstand speichern? Wie immer, ja, sehr gern. So, auf Wiedersehen. Jo. Nierenfels soll mal schön da bleiben. Wir müssen zurück nach Chaosturm. Ich wechsle auf den Elfenbeinspeer. Ja. Und würde einfach mal sagen, wir versuchen jetzt mal gepflegt rauszukommen, ne? So wie hier. Genau. Ja, und sind jetzt im Prinzip direkt im Hause der Königin wieder mal. Ne? Und was wir jetzt machen können, ist folgendes. Nämlich zum nächsten Boss zu gehen. Du denkst ja jetzt, hä, wo ist denn der nächste Boss? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ja, warte mal. Also wenn ich mich richtig erinnere, muss der nächste Boss
hier sein? Genau, wo das Theater ist. Genau. Und jetzt halten wir die Königin auf. Und sieh jetzt, ich kriege dich, Spitzbub, und deine dressierte Ratte auch. Okay, du bist uns also nicht freundlich gesonnen. Ja, jetzt haben wir diese Puppen, die sind hier unser Gegner. Und ja, der eigentliche Gegner zeigt sich so noch nicht. Er wird sich aber gleich zeigen. Nämlich immer dann, wenn wir diese Puppen hier kaputt machen. Und ja, ich werde da jetzt keine Zauberperle verschwenden, aber eine Höllenfaust auf Mephisto. Und noch einmal. Und ratet mal, wer dann erscheint. Also gleich, nach seiner Weile halt eben. Ach, da hinten ist er. Okay, jetzt sehe ich ihn. Und wir haben aufgelevelt. Und Lacosius ist zu sehen. Super. Das ist nämlich der eigentliche Endboss. Und die Puppen sind hier nur, ja, quasi ein bisschen Irritation. Eigentlich wollen wir zu Lacosius. Der ist hier nämlich der Strippenzieher. Und, ja. Ihr merkt, es kamen auch sehr viele Bosse hintereinander. Ich fand generell, also muss ich wirklich sagen, das Timing in der ersten Welt so ein bisschen besser. Da war noch ein bisschen mehr Zeit. Was ist das? Da war noch ein bisschen, ja, sag mal schnell, ein bisschen mehr Nebenstory, Nebenquest dazwischen. Hier kommt so ein bisschen ein Boss hinterm anderen. Ich meine, es wird so ein bisschen dadurch gemacht, dass man viele interessante Charaktere und Orte kennenlernt. Wo du halt weniger von hattest in der ersten Welt, aber das Timing war so ein bisschen besser. Also das Pacing war ein bisschen besser in der ersten Welt als in den restlichen bisher, muss ich ganz klar sagen. Ja, und noch einmal. Auf alle. Ja, Mephisto kann da ruhig den Lacosius heilen. Das bringt da auch nicht mehr viel, weil unsere Höllenfaust ist so gut gelevelt. Und da werden wir schon Herr werden über Lacosius. Am besten ist gleich die Aktion der Königin. Wartet mal ab, wenn die gleich sieht, dass wir Lacosius besiegt haben. Ich kann es nicht glauben, dass wir es schaffen, Lacosius zu besiegen. Ja, aber so ist es. Ja, und aufpassen hier mit dem Feuerball. Der kann doch ein bisschen nervig werden. Sollen wir mal eine Explosion drauf machen? Weil ich mache mal einen Hagelsturm. Seht ihr den auch? Ja, also im Prinzip kann man sagen, die Orkantornade nur halt noch die billige Variante. Dann mache ich nochmal Etappenkraft auf uns beide. Für den Fall, dass das Ganze noch ein bisschen länger dauert. Und richtig eine schöne Animation. So. Und noch einmal. Ihr seht oben immer, dass wir unten immer bei der Anzeige, dass wir geheilt werden. Wenn ihr schaut, wie stark die KPs ansteigen, dann machen wir auf jeden Fall nochmal Hitzeblitz auf alle. Und noch einmal auf alle. Und noch einmal auf alle. Ja, und jetzt langsam müssen wir heilen. Jetzt müssen wir uns doch langsam heilen, sonst wird es ein bisschen zu gefährlich. Gut, die Gigakraft habe ich diesmal nicht ausgerüstet, wo ich ja nochmal einen Spielstand quasi neu laden musste und neu spielen musste. Die habe ich aber parat. Ja gut, ich riskiere jetzt erstmal nichts. Ich werde jetzt erstmal auf uns beide, erstmal auf mich natürlich, den Nektar scheppern. Und dann auch noch auf Hundi. Und dann nochmal, ja, machen wir mal Explosion hier auf alle. Und nochmal die Explosion auf alle. Ja, also mit Alchemie ist der relativ einfach, der Boss, aber ohne Alchemie, ne? Er hat einen Doppelschaden gemacht, richtig gut, ja. Ohne die Alchemie ist das schon sehr, sehr schwierig. Ja, gerade bei Mephisto und die andere Puppe schon häufig, sage ich mal, gestört, ja. So, und dann am besten noch mal einen Krafthauch auf uns beide. Nichts riskieren.
Und noch einmal ein Krafttauch auf uns beide. Und dann jetzt die Höllenfaust. Und noch einmal. Und nochmal. Ja, also hier zeigt sich, dass das Level von Archimie wirklich viel bringt. Der ist nämlich schon irgendwie ein bisschen overpowered, muss man ehrlich dazu sagen. Wenn man mal bedenkt, dass er hier diese zwei Kompagnons hat, die jetzt mehr stören als er selbst, weil bei ihm weiß man ja, bei ihm kommen halt heftige Zauber, aber wer auch nicht. Und er hat halt riesen viel KP. Aber er spawnt auch immer wieder seine Puppen. Also er hat so gesehen zwei Angriffsmechanismen. Direkte Zauber und dann eben seine Puppen, die auch nochmal für ihn zaubern, sozusagen. Oh, okay. Noch einmal. Gut, dann werde ich nochmal einen Nektar nehmen. Wir wollen ja nichts riskieren. Hundi ist down. Ja, okay. Aber wir haben ja noch genügend. Ja, nochmal auf alle schöne Faust. Und aufgelevelt auf 26 schon. Und er ist da. Ja, wir haben Lakosus besiegt. Und jetzt die Reaktion der Königin. Ah, so geil. So geil. Ich kann es nicht glauben, du hast Lakosius bezwungen, tritt näher und ich gebe dir eine Belohnung. Ja, ganz sicher. Ich glaube auch, dass du mir eine Belohnung geben willst. Und sie macht's. Nimm dies hier, du Balk, für deine üble Tat. Einen Bauchklatscher vom Feinsten. Oh, oh, oh. Dass die nicht tot ist, wundert mich zwar, aber egal. Ich finde dich. Ja, und sie erzeugt mal eben total ein Erdbeben. Ist klar. Ist klar. Jo. Sie erzeugt ein Erdbeben und er will dir noch helfen. Nee, er zeigt nur Schaudorstruppi. Ein riesiges Loch. Mit der Nummer könnte sie als Abrissbirne gehen. Ja, das ist sie ja auch. Denn jetzt bricht alles zusammen. Aber der König ist wieder geheilt von seiner Halluzination und was er da alles hatte. Hier, Kumpel, nimm dies für deine Bemühungen. 10.000 Goldmünzen. Also ein Geizhals ist dieser König mit Sicherheit nicht. Folge mir. Ich glaube, die Königin hat das Fundament zerstört. Ja, wartest du vielleicht mal ein bisschen auf mich? Okay. Ja, wir gehen immer ganz gemächlich. Tja, Übergewicht ist halt schädlich. Ja, das merkt man spätestens hier. Puh, das war knapp. Ja. Was sagst du? Sie sind weg. Sie sind alle weg. Sie müssen alle nach Terrorfels gegangen sein. Ich bin der Letzte. Ich muss weg. Ah! Ja, er geht jetzt nach Terrorfels. Ja, also wieder zurück in die alte Heimat sozusagen. Gibt es hier eigentlich noch irgendwo Gänge, wo man hin kann? Verschlossen. Komme ich von hier raus? Ja, aber in Chaosturm ist jetzt nichts mehr los sozusagen, ne? Hier ist im Prinzip nichts mehr, was man noch machen kann. Alles leer. Tja, und wir haben jetzt das große Problem, dass wir ja irgendwie wieder zurück müssen. Ne? Denn wir wollen ja nach Großostheim und wir haben jetzt Gunilla dabei geholfen, das böse Ich zu vernichten. Ja, wie wir jetzt zurückkommen und was noch alles geschehen wird, das alles im nächsten Part von Secret of Evermore.